Zuletzt war das Krankheitsbild Parkinson in den Medien, weil darüber spekuliert wurde, ob Joe Biden daran leidet. Eine verlässliche Antwort hat man darauf nicht bekommen. Was aber feststeht, Parkinson ist eine Erkrankung, die vor allem mit zunehmendem Lebensalter auftritt. Und die Zahl der Betroffenen steigt stetig. Bei Parkinson sprechen Experten mittlerweile sogar von einer Parkinson-Pandemie. Gab es im Jahr 1990 global noch rund 2,5 Millionen Betroffenen, waren es 2016 schon 6,1 Millionen. Wir reden hier also eigentlich von einer Volkskrankheit. Doch was sind die Ursachen für Parkinson? Und wie sieht eine moderne, gute Behandlung aus? Und kann man vielleicht in einigen Jahren das Fortschreiten der Erkrankung doch stoppen? Über das alles will ich heute hier im Podcast sprechen, und zwar mit einem Experten. Professor Wolfgang Joost, er ist Neurologe und ärztlicher Leiter bzw. Chefarzt an der Parkinson-Klinik Ortenau in Wolfach. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast. Hallo Herr Professor Joost, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Ja, ich habe es schon gesagt, Parkinson ist mittlerweile eine Volkskrankheit. Und woran liegt es denn, dass die so wahnsinnig zunimmt, diese Erkrankung? Liegt das wirklich nur daran, dass wir immer älter werden? Es liegt an verschiedenen Ursachen. Und das Problem ist, dass es häufig falsch dargestellt wird. Sie kennen heute die aktuelle Diskussion, ob es von Pestiziden etc. hervorgerufen wurde. Diese Diskussion ist zum Beispiel sehr alt und warum die jetzt gerade wieder hochkocht, wahrscheinlich nur, weil es als Betrugskrankheit in Frankreich anerkannt wurde und in Deutschland anerkannt wird. Das Problem, warum es zunimmt, ist, weil die Bevölkerung älter wird. Und vor allem, weil die Babyboomer jetzt das Alter erreichen, in dem die Parkinson-Krankheit auftritt. Die Parkinson-Krankheit tritt üblicherweise nach dem 16. Lebensjahr auf, kann natürlich auch vorher auftreten, aber die Häufigkeit ist vor allem nach dem 16. Lebensjahr. Die Babyboomer werden jetzt alle 60 und dementsprechend, wenn die Jahrgänge doppelt so stark sind wie die Jahrgänge zuvor, nimmt die Zahl der Parkinson-Betroffenen auch entsprechend zu. Das heißt also, die Häufigkeit der Krankheit ist damit eigentlich geblieben, aber die Betroffenen sind dadurch viel mehr, weil wir weniger junge und mehr Ältere in der Bevölkerung haben und die Krankheit vor allem im Alter auftritt. Das heißt, Sie haben das eben ganz am Anfang Ihrer Antwort so angespielt, Umweltgifte, andere Schadstoffe, die im Essen sind. Sie haben es gesagt, das wurde jetzt wieder diskutiert, ob das nicht ein Auslöser von Parkinson sein könnte. Sie sagen nein. Was sind aber denn dann die Auslöser für die Erkrankung? Also warum trifft es einen und einen anderen nicht? Das ist eine gute Frage. Wenn wir die beantworten könnten, wären wir ein sehr, sehr großes Stück weiter. Die Ursache, die man nachweisen kann, ist nicht die Ursache der Parkinson-Krankheit, sondern die Ursache eines Parkinson-Syndroms. Das Parkinson-Syndrom sieht ähnlich aus wie die Parkinson-Krankheit, ist aber nicht die Parkinson-Krankheit. Warum die Parkinson-Krankheit auftritt, das wissen wir noch nicht. Und deswegen ist immer wieder dieses Missverständnis, wenn wir dann eine neue Ursache gefunden haben, die Symptome machen, die aussehen wie eine Parkinson-Krankheit, dann meint man immer, die Ursache gefunden zu haben. Aber bisher ist die Ursache, also der Auslöser, noch unbekannt. Wir wissen zwar viel mehr als vor 20 Jahren, aber immer noch zu wenig. Nochmal ganz kurz zu dem Syndrom. Was ist das Parkinson-Syndrom? Und das hängt zusammen mit diesen Umweltgiften und den Schadstoffen? Ein Parkinson-Syndrom heißt ein Zusammentreffen verschiedener Symptome, die hervorgerufen werden durch eine Ursache. Zum Beispiel, Sie haben es vorhin schon gesagt, Pestizide, Herbizide, wo es zu Nervenschädigungen kommt. Und die Nervenschädigungen führen zu Symptomen, die ähnlich aussehen wie die Parkinson-Krankheit. Und dann nennen wir es Parkinson-Syndrom, weil es eben syndromal vergleichbar ist, aber eben nicht der Krankheit entspricht. Das heißt, Sie haben sehr ähnliches klinisches Bild, aber nur ähnlich. Und die Ursache ist eine andere und der Verlauf ist ein anderer. Und häufig oder meist ist die Therapie auch eine andere. Okay, wir wollen ja aber heute bei dem Parkinson, bei der eigentlichen Alterserkrankung bleiben. Sie haben jetzt gesagt, die tritt
meist nach dem 60. Lebensjahr auf. Es gibt ja aber auch frühe Formen der Parkinson und kann es, wenn ich dann mal 75 bin, kann ich dann sicher sein, dass ich es nicht mehr kriege? Also gibt es da so eine zeitliche Spanne oder kriegen auch noch Menschen mit über 80 Parkinson? Das wäre schön, wenn es so eine Schwelle gäbe. Wenn man die überschritten hat, hat man es geschafft. Die gibt es aber nicht, sondern im Alter tritt die Krankheit gehäuft auf. Es kann auch vorher auftreten, wie vorhin schon gesagt, sondern im Alter gehäuft, vor allem nach dem 60. Lebensjahr, aber dann auch weiterhin. Manche erkranken erst nach dem 70. und manche sogar erst nach dem 80. Also es gibt nicht eine Schwelle, wo man gesagt hat, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es geschafft. Nein, die gibt es nicht, sondern die Krankheit kann immer auftreten und tritt mit zunehmendem Alter häufiger auf. Und junge Formen gibt es aber auch, richtig? Also Menschen, die vor dem 50. oder 40. leben. Genau, es gibt auch junge Formen. Es gibt auch dort wieder der Unterschied zwischen Parkinson-Krankheit und Parkinson-Syndrom. Es gibt genetische Formen, die sehr früh auftreten, aber das wäre dann nicht die Parkinson-Krankheit, sondern wieder das Parkinson-Syndrom. Die Parkinson-Krankheit kann aber auch früher auftreten. Es gibt ja auch berühmte Beispiele bei früh erkrankten Prominenten beispielsweise. Also es kann auch früher auftreten. Und warum es bei manchen mit 40 auftritt, bei anderen erst mit 60, auch das ist unklar und bis jetzt noch nicht geklärt. Und vielleicht würden wir, wenn wir diese Frage klären könnten, auch mehr über die eigentliche Ursache der Krankheit herausfinden. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir sozusagen Auslöser und Ursache auch nicht ganz durcheinander bringen. Also man kennt nicht den Grund, warum jemand Parkinson bekommt, außer Sie haben gerade gesagt, es gibt ein paar genetische Formen. Aber sozusagen die Ursache, dass die Symptome entstehen, das sind ja bestimmte Veränderungen im Gehirn. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Also was ist dann letztendlich der körperliche Grund, dass jemand Parkinson entwickelt? Was passiert da in dem Gehirn? Genau, also die Sache ist ja komplex und auch da wissen wir noch nicht alles. Was wir momentan wissen, ist, dass sich Proteine, also Eiweiße, die im Gehirn vorhanden sind, in der Zelle ansammeln, dort fehlfalten, sozusagen verklumpen und dann nicht mehr aus der Zelle heraustransportiert werden können. Und die Zelle verliert dadurch ihre Funktion, weil das Protein, das Eiweiß, in der Zelle verbleibt. Also die Zelle stirbt nicht ab, wie man sich das so vorstellt, sondern die verliert ihre Funktion dadurch, dass eben Eiweiße in der Zelle sind, die die Funktionsfähigkeit der Zelle beeinträchtigen oder sogar komplett verhindern. Woran liegt das denn? Sie haben das jetzt mehrmals schon gesagt, dass man noch so wenig weiß. Gibt es da noch nicht viel Forschung dazu, oder findet man nicht den richtigen Zugang? Also, es ist jetzt ja nun mal eine Krankheit, die sehr, sehr viele Menschen auch weltweit betrifft. Warum steht man vor noch so vielen Fragezeichen? Ja, Sie haben das jetzt eher kritisch gesehen. Ich bin ganz im Gegenteil eher positiv. Wir haben in den letzten Jahren so viel über die Parkinson-Krankheit gelernt und erfahren, wie in den Jahren vorher nicht. Ja, also die Krankheit ist ja doch schon vor 200 Jahren beschrieben. Das ist nicht ganz neu, aber wir kennen den Auslöser oder die Ursache nicht, wie man es jetzt definiert, für welche Form der beiden Krankheiten. Und wenn wir den kennen würden, also wenn es ein Gen geben würde, das dafür verantwortlich wäre, allein verantwortlich und so weiter, dann wäre man natürlich schnell einen großen Schritt weiter. Aber die Krankheit ist komplexer und hängt vielleicht auch mit dem Alterungsprozess des Gehirns zusammen und mit vielen anderen Faktoren. Und das müssen wir noch klären. Und das wissen wir, wenn wir ehrlich sind, für die meisten Krankheiten nicht. Und Parkinson wird auch so viel geforscht wie kaum auf einem anderen Gebiet. Es gibt weltweit unzählige Arbeitsgruppen, die intensiv seit Jahren sich damit beschäftigen. Es gibt mehr Publikationen zu Parkinson als zu den meisten anderen neurologischen Krankheiten. Also es wird schon sehr viel getan. Wir haben auch schon sehr viele große Fortschritte erreicht, aber wir sind noch ein gutes Stück vom Ziel entfernt. Okay, dann kommen wir doch mal zu den Menschen, die leider davon betroffen sind. Also so das Bild eines Parkinson-Erkrankten ist oft jemand, der eher ein bisschen schleicht, dann der Tremor in der Hand, also die Hand, die zittert. Was sind denn so die ersten Anzeichen von einer Parkinson-Erkrankung? Also wann sollte ich als Angehöriger oder eben auch als Betroffener so ein bisschen hellhörig werden? Was Sie jetzt gerade beschreiben, ist sozusagen schon das mittlere Stadium der Krankheit. Wir diagnostizieren nach wie vor die Krankheit relativ spät. Dann nämlich, wenn die Bewegungsstörung kommt.
Die Krankheit beginnt schon Jahre davor, nur dann mit Symptomen, die unspezifisch sind oder nicht erkannt werden. Zum Beispiel ein Frühsymptom sind die Riechstörungen, dass der Patient nicht mehr so gut riechen kann wie vorher oder sogar nicht mehr die Geruchsstoffe erkennt. Ein anderes Symptom sind zum Beispiel REM-Schlafverhaltensstörungen, dass er Träume auslebt. Also sprich, wenn er nachts träumt, dass er schlägt, dann schlägt er wirklich und liegt nicht wie die Gesunden nebendran ruhig weiter im Bett. Ein weiteres Frühsymptom ist die Obstipation, also die Verstopfung, dass der Darm nicht mehr so transportiert wie vorher. Also es gibt viele Frühsymptome, die uns auch gar nicht an Parkinson denken lassen, aber die Frühzeichen sind, die Jahre vor dem Auftreten der motorischen Symptome schon berichtet werden, aber nicht erkannt werden, dass es Frühzeichen sind. Und man hat natürlich auch Angst, wenn man zu sehr diese Frühzeichen hervorhebt, dass Patienten natürlich auch sensibilisiert werden, wenn jemand hört, Obstipation macht Parkinson oder führt zu Parkinson, dann bekommt jeder Patient mit Verstopfung Angst. Das will man natürlich auch nicht erreichen. Oder jeder Patient, der Riechstörungen hat. Gerade in der Corona-Welle hatten wir viele Patienten mit Riechstörungen oder Geruchsverlust, die ja nicht alle Parkinson bekommen. Bei denen kam ja das Riechvermögen wieder zurück. Aber könnte man denn, wenn man so früh untersuchen würde, die Erkrankung auch schon feststellen? Oder anders gefragt, wie diagnostizieren Sie denn letztlich eine Parkinson-Erkrankung? Ja, man könnte sie feststellen. Und zur Frage, wie wir es momentan machen. Momentan sind wir immer noch auf dem Stand wie vor 20 Jahren. Wenn der Patient Symptome hat, dann wird die Diagnose gestellt. Nur heute etwas früher, da wird die Frühsymptome berücksichtigen. Und heute können wir auch mit nuklearmedizinischen Untersuchungen die Krankheit schon nachweisen in einer frühen Phase und auch relativ sicher nachweisen. Wenn jemand kommt mit einer leichten Minderbewegung, dann tut man sich vielleicht noch schwer, die Diagnose zu stellen. Wenn dann gewünscht, könnte man diese Untersuchung durchführen und dann wüsste man bereits in dieser Phase mit hoher Sicherheit, ob die Krankheit vorliegt oder nicht. Das heißt, diese Nuklearuntersuchungen, die zeigen dann im Gehirn diese Verklumpung, von denen Sie eben gerade gesprochen haben? Nein, die zeigen die Funktionsverlust. Also sie zeigen letztendlich, dass das Dopamin nicht mehr ausgeschüttet werden kann. Also letztendlich die Veränderung an den dopaminergen Neuronen kann man da indirekt nachweisen. Okay, das ist nämlich ja eine der Ursachen dann, ist, dass ein Dopaminmangel stattfindet oder beziehungsweise das Dopamin nicht mehr richtig von Zelle zu Zelle weitergegeben wird. Genau, wobei Sie jetzt in Ihrem Nachsatz sozusagen schon eine Sache gesagt haben, die nicht eindeutig geklärt ist momentan, ob es nur die fehlende Produktion oder auch das Weitergeben des Dopamins ist, das dann gestört ist. Momentan ist so, wie vorhin schon gesagt, das Verklumpen des Proteins in der Zelle führt dazu, dass die Zelle nicht mehr aktiv ist und dementsprechend eben auch kein Dopamin mehr gespeichert und freigesetzt werden kann und entsprechend fehlt. Aber eventuell ist auch die Übertragung auf die andere Zelle gestört. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, so der Normalfall ist, der Patient kommt zu Ihnen, hat schon die relativ deutlichen Symptome und dann ist das eher so, ich nenne das mal eine Blickdiagnose oder eben eine Untersuchungsdiagnose. Da machen Sie dann gar keine radiologischen Untersuchungen mehr. Das heißt, diese Erkrankung verläuft in verschiedenen Stufen. Über welchen Zeitraum geht das? Und sozusagen nach anfänglichen vielleicht Riechstörungen und dann den motorischen Schwierigkeiten, was kommt so dazu bei der Parkinson-Erkrankung? Wie gesagt, vor 20 Jahren haben wir noch, oder 20, 25 Jahren haben wir noch die Krankheit dann diagnostiziert, wenn die motorischen Symptome auftreten. Dann hat ein deutscher Arzt, Herr Prag, früher Frankfurt, jetzt Ulm, also Frankfurt, das zuerst beschrieben. Deswegen heißt es heute auch die Prag-Stadien. In den Prag-Stadien 1 und 2 haben wir noch gar keine motorischen Symptome. Erst im Prag-Stadium 3 kommt dann sozusagen die Motorik auch dazu. Und dann in den nächsten Stufen breitet sich dann dieser Krankheitsprozess aufs gesamte Hirn aus. Und es kommen noch andere Symptome hinzu. Also das heißt, die ersten Phase der Erkrankung werden von uns mittlerweile schon registriert, auch erfasst, aber
noch nicht zwingend führen diese zur Diagnose. Wenn die Diagnose dann steht, oder andersrum gefragt, Sie leiten ja eine extra Parkinson-Klinik. Was muss man sich vorstellen? Wer kommt da zu Ihnen? Was machen Sie mit den Patienten? Da findet da vor allem eine Diagnostik statt, findet da eine Therapie statt. Warum in Ihre Klinik und in keine andere? Also erzählen Sie doch mal, was passiert mit den Menschen, die bei Ihnen in die Klinik kommen. Gut, da müssen wir kurz ausholen. Es war irgendwann mal das politische Ziel, dass jedes Bundesland so eine Klinik hat. Und dann, wie das oft in der Politik ist, werden Ziele in der nächsten Legislaturperiode wieder über den Haufen geworfen. Und deswegen haben einige Bundesländer eine solche Klinik bekommen, Hessen und Baden-Württemberg beispielsweise, die meisten Bundesländer nicht. In diesen Bundesländern sollte die Krankheit diagnostiziert und therapiert werden. Und das tun wir auch. Das heißt, die Patienten kommen zu uns mit einer unklaren Diagnose und kommen zu uns mit einer komplizierten Therapie oder einer schwierigen Therapie oder einer intensiven Therapie. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, nicht alles ist eine Parkinson-Krankheit. Es gibt auch noch die Parkinson-Syndrome. Diese Abklärung, die relativ aufwendig ist, die wird bei uns zum Beispiel durchgeführt. Sie haben vorhin auch schon mal darauf hingewiesen, auf die etwas fortgeschritteneren Therapien. Wenn jemand mit einer Pumpe versorgt wird oder wenn jemand eine Operation benötigt, auch diese Therapien werden durchgeführt, also Therapien, die eben nicht überall angeboten werden und das immer in Kombination mit aktivierenden Therapien, das heißt also Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, also die Therapien, von denen die Patienten auch profitieren. Und da haben wir auch in den letzten Jahren in Deutschland auch große Fortschritte gemacht. Andere Länder waren da schon ein bisschen schneller, dass wir das auch wissenschaftlich betreuen und begleiten, dass diese Therapien natürlich sinnvoll sind. Man muss sie natürlich aber auch gezielt entwickeln und weiterentwickeln, dass die Patienten bestmöglich davon profitieren. Das heißt, nur damit geht es nicht, aber nur mit Medikamenten eben auch nicht. Und die Kombination liegt halt in dem, dass beides angeboten und individuell und optimal eingesetzt wird. Da müssen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Das war jetzt relativ viel. Also es gibt begleitende Therapien, die absolut Sinn machen, wie eben zum Beispiel eine Sprachtherapie oder eine Bewegungstherapie. Aber wie sieht denn überhaupt erstmal der Beginn einer Therapie aus? Also jetzt kommt jemand zu Ihnen, der hat vielleicht schon diese motorischen Störungen, hat gerade die frische Diagnose Parkinson bekommen. Mit was fängt man an? Und wie gesagt, wie steigert sich das dann hin bis vielleicht sogar zu einer OP? Sie meinen jetzt medikamentös oder nicht medikamentös? Beides. Beides. Also bei uns ist es so, dass jeder der Therapeuten den Patienten sieht. So der Arzt, die Ärztin nimmt den Patienten auf, untersucht ihn, stellt fest, in welchem Stadium er ist, welche Symptome bestehen, also nicht nur die motorischen, sondern auch die nichtmotorischen Symptome, die ganz wichtig sind. Dann natürlich auch, worunter der Patient leidet. Ja, ein Feststellen der Symptome heißt ja noch lange nicht, dass der Patient auch genau darunter leidet, sondern was ist das, was den Patienten am meisten beeinträchtigt. Dann wird geschaut, hat er schon eine Therapie, welche Therapie hat er, passt diese Therapie mit den anderen Therapien, die er aufgrund anderer Erkrankungen oder anderer Symptome hat, zusammen. Und die Therapeuten, Physiotherapie, Ergo, Logo, die sehen den Patienten auch, die untersuchen den Patienten auch, die entscheiden auch, was macht man bei dem Patienten oder ist überhaupt etwas notwendig bei diesem Patienten. Und am nächsten Morgen setzen wir uns alle zusammen und besprechen diesen Patienten und entscheiden, welche Therapie er bekommt. Und auch die Intensivität der Therapie. Es gibt dann Parkinson-Komplexbehandlungen. Das ist mittlerweile auch ziemlich vorgeschrieben, welche Therapien der Patient in welcher Häufigkeit, in welcher Intensität erhalten soll. Das ist in Deutschland schon relativ gut strukturiert, leider manchmal auch limitiert, sodass der Patient individuell angepasst für das Krankheitsbild, für die Symptome, die er hat und auch die Möglichkeiten, die bestehen, die beste Therapie erhält. Aber nennen Sie mal ein Beispiel, zum Beispiel bei den Medikamenten. Was kriegt so ein Patient dann relativ noch am Anfang, wo es ihm vielleicht noch ganz okay geht? So einfach ist das gar nicht, weil momentan da ein großer Wandel besteht. Wir haben in Europa, und Deutschland war mit der Schrittmacher,
Bei dieser Therapie haben wir lange Zeit L-Dopa zurückhaltend eingesetzt und eher Dopaminagonisten, MAO-B-Hemmer und andere Substanzklassen eingesetzt, die L-Dopa nicht direkt ersetzen, sondern die Funktion sozusagen verbessern, ohne direkt L-Dopa geben zu müssen oder L-Dopa die Vorstufe des Dopamins. Heutzutage hat man gelernt, dass der differenzierte Umgang mit L-Dopa eben unproblematisch ist oder relativ unproblematisch ist, sodass wir wieder eher L-Dopa einsetzen, aber eben gezielter, die Dosierung individueller auf den Patienten und auch die Kombination mittlerweile individueller. Das heißt, wenn Sie jetzt die letzten 30 Jahre in der Medizinliteratur verfolgen würden, würden Sie sehen, dass da sehr große Entwicklungen, sehr große Unterschiede und eben nicht immer nur in eine Richtung, sondern manchmal auch wieder zurück, sodass man gesehen hat, eine Therapie war doch gut, nur man muss sie eben individualisierter einsetzen. Und deswegen ist die Frage, die Sie gestellt haben, schwer zu beantworten. Ich könnte jetzt sagen, jeder Patient kriegt L-Dopa, dann wird es gut. Das wäre so die einfache Version. Ich könnte aber auch sagen, bei jedem Patienten entscheiden wir, welche Therapie für ihn die richtige ist. Häufig ist das L-Dopa, aber häufig eben auch in Kombination mit anderen Medikamenten. Und bei manchen ist es eben nicht L-Dopa, sondern eines der anderen Medikamente, weil er in dem jetzigen Stadium, in dem er ist, noch kein L-Dopa braucht. L-Dopa vielleicht nochmal, also das sind, man ersetzt dann praktisch das fehlende Dopamin, das ist ja sozusagen. Genau, man gibt die Vorstufe, weil die Dopamin selbst kann man nicht ersetzen, weil das nicht aufgenommen würde. Man nimmt die Vorstufe des L-Dopa und das wandelt der Körper dann um in das Dopamin, das er braucht. Jetzt haben Sie vorhin auch von Operationen gesprochen, also nicht nur von der medikamentösen Therapie, sondern eben auch dann von Eingriffen. An was denken Sie da? Was wird da bei Ihnen in der Klinik gemacht? Also die Operation, die momentan etabliert ist, ist die tiefe Hirnstimulation, die vor allem bei Patienten im fortgeschrittenen Stadium durchgeführt wird. Diese Therapie gibt es jetzt schon seit 30 Jahren, also ist jetzt nicht neu, sondern wird auch weiterentwickelt und hat sich auch bei vielen Patienten bewährt. Und zwar unabhängig davon, welche Symptome sie hat. Nur die Stimulation ist eine andere, ob jemand Tremor hat oder ob jemand Minderbewegung hat. Also das wird mittlerweile sehr differenziert gemacht und neue Operationsverfahren sind auch in der Entwicklung, aber das wäre jetzt noch verfrüht, darüber zu sprechen, weil es dann eventuell falsche Hoffnungen weckt oder vielleicht auch falsche Urteile nach sich zieht. Also momentan ist nur die Tiefhirnstimulation zugelassen und nur diese Tiefhirnstimulation wird in Deutschland durchgeführt. Was noch gibt, ist eben die Pumpenversorgung, dass Patienten die Medikamente nicht mehr oral einnehmen, sondern dass eine Pumpe das Medikament, vor allem L-Dopa, aber auch andere Medikamente, kann man über eine Pumpe infundieren und dass das Medikament entweder unter die Haut gegeben wird oder direkt in den Darm, sodass man es nicht mehr schlucken muss, sondern die Wirkung kontinuierlich hat. Der Grund dafür ist, dass L-Dopa relativ kurz wirkt und der Patient dann sozusagen jede 2 Stunden das Medikament nehmen müsste und da die Nahrung und die Darmmotilität, das Schlucken, der Magen, das beeinflusst, ist keine kontinuierliche Stimulation mehr möglich. Deswegen gibt man das mit einer Pumpe, um kontinuierlich die Wirkung der Substanz zu bekommen. Ich will noch mal gerne auf diese tiefe Hirnstimulation hin. Da werden so Elektroden ins Gehirn reingesetzt. Ist das richtig? Das muss man sich vorstellen wie ein dünner Draht, der in das Gehirn eingefügt wird und das gezielt dann in diesem Zentrum liegt. Und man kann mit einem kleinen Stimulator, der zum Beispiel in der Nähe des Schlüsselbeins sitzt, kann man dann steuern, wie diese Stimulation abgegeben wird in dem entsprechenden Areal, das man stimulieren will. Da, wo sozusagen die Zellen nicht mehr richtig funktionieren, weil sie eben durch das Verklumpen des Dopamins oder das Nicht-Erreichen des Dopamins. Das Verklumpen der Proteine und das fehlende Ausschütten des Dopamins, ja. Jetzt haben Sie gesagt, es wird ganz viel gerade geforscht oder auch immer wieder an den Therapien geschraubt, sie umgestellt, zurück nach vorne gegangen. Was sind denn so
Entwicklungen, die vielleicht anstehen, also die vielleicht auch große Fortschritte in den nächsten Jahren bringen. Gibt es da irgendwelche Therapieformen oder Forschung, wo Sie sagen, da setzen Sie große Hoffnung drauf, dass Parkinson noch besser behandelt werden kann? Weil momentan ist es ja eine fortschreitende Krankheit. Also man kann sie verlangsamen, mal besser, mal weniger gut, aber grundsätzlich schreitet sie voran. Sehen Sie da irgendwo Licht? Das ist ein zweischrittiger Prozess. Einerseits ist ja die Frage, warum bilden sich diese Eiweißklümpchen, ich nenne es jetzt mal so, diese Proteine, ja, und was führt überhaupt dazu, dass die nicht mehr aus der Zelle transportiert werden können oder in der Zelle bleiben? Es gibt da verschiedene, es gibt Alpha-Synuclein und Tau beispielsweise, beim Parkinson wäre es das Alpha-Synuclein, wo man dann feststellen muss, liegt es daran oder liegt es an der Zelle oder liegt es an der Übertragung? Also das heißt, wieso kommt es überhaupt dazu, dass sich diese Proteinansammlungen bilden? Und wenn die sich bilden, ist das Ziel, diese Proteine sozusagen wieder aus der Zelle rauszubringen oder nicht zu ermöglichen, überhaupt in die Zelle zu kommen oder auch die Fähigkeit, dass sich diese Fehlfaltung wieder löst und der normale Transport der Eiweiße von Zelle zu Zelle wieder stattfinden kann. Also Sie sehen, sehr komplex, aber darauf ist momentan ein großer Fokus, dass wir verhindern, dass sich diese Verklumpungen bilden. Einerseits, das wäre dann, um die Entstehung der Krankheit zu verhindern. Andererseits, um diese Verklumpungen wieder aufzulösen, damit sozusagen die Krankheit nicht voranschreitet oder sich sogar die Symptome zurückbilden. Wie ist Ihre Prognose? Kriegen wir das hin? Sind wir da noch ganz am Anfang? Gibt es da gute Ideen? Sagen wir so, vorhin sagte ich schon, wir machen große Fortschritte, aber ich glaube, wir haben den richtigen Weg noch nicht gefunden. Wir sind noch dabei, den richtigen Weg zu finden. Und die Frage ist, wie vorhin schon zwischen den Zeilen gesagt, warum bilden sich überhaupt diese Proteinklümpchen da? Warum bilden die sich? Und die Frage ist, ist das Problem in der Zelle? Ist das Problem in diesem Eiweiß? Und da muss noch ein bisschen was gefunden werden und manchmal passiert es so etwas schnell. Und ich glaube, wenn man sozusagen den ersten Schlüssel gefunden hat, dann wird es schnell gehen, dass man auch Lösungen findet. Aber momentan ist Try and Error. Wir schauen und gucken, was bewirkt und hoffen auf diese Art und Weise den Weg zu finden. Aber den goldenen Weg haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, sodass wir die Ursache verhindern können. Und deswegen ist auch die Genetik so wichtig, weil uns eventuell die Genetik hilft, diese Wege zu finden oder diese Fragen zu entschlüsseln. Weil wenn wir die genetischen Formen der Parkinson-Krankheit, also sprich das Parkinson-Syndrom, behandeln könnten, dann hätten wir vielleicht auch einen Ansatz, wie wir die Parkinson-Krankheit behandeln können. Gut, dann mal zu dem Stand, den wir jetzt im Moment haben, also so wie Sie behandeln können und was wir wissen. Was ist denn die Prognose, wenn jemand dann, vielleicht ist das der klassische Fall, mit 64, 65 eine Parkinson-Diagnose bekommt? Was ist so seine Prognose? Also die gute Nachricht, die Prognose ist, er hat eine normale Lebenserwartung. Die schlechte Nachricht, er wird die Symptome haben und er wird eine Therapie brauchen. Aber man stirbt sozusagen an Parkinson nicht. Genau. Das heißt, momentan können wir die Parkinson-Krankheit gut behandeln, sodass man an der Parkinson-Krankheit nicht an sich stirbt, sondern höchstens an Komplikationen, die durch die Krankheit entstehen. Und dass man natürlich eine Behinderung zu erwarten hat. Aber wir haben viele Patienten, die über viele Jahre gut zu behandeln sind, die auch eine gute Prognose haben und wo man dann nicht sagen muss, nach 10 Jahren kann man nichts mehr machen, sondern heute behandeln wir die Patienten über viele Jahre und wenn wir jetzt sagen, 10 Jahre ist kein Problem, ist das für einen 70-Jährigen eigentlich eine gute Nachricht, dass wir sagen können, in 10 Jahren können wir die Krankheit gut behandeln und danach ist es etwas schwieriger, aber wir können sie trotzdem weiter behandeln. Es gibt sozusagen nicht das, was man früher so sagte, jetzt kann man nichts mehr machen. Doch, wir können noch was machen. Wir können in allen Phasen der Erkrankung noch was machen. Die Krankheit, die Parkinson-Symptome sind gut zu behandeln, auch im fortgeschrittenen Stadium. Probleme sind eher
Wenn andere Symptome auftreten wie Demenz oder Stürze, dann haben wir natürlich ein Problem. Wenn jemand stürzt und wir können die Stürze nicht verhindern, ist das natürlich mit einfacher Tabletteneinnahme nicht zu beseitigen. Das ist dann schon komplexer. Also das heißt, jetzt ist die Phase momentan, wo wir die ganzen anderen Symptome besser beherrschen müssen. Die motorischen Symptome beherrschen wir schon ganz gut. Jetzt ist ja trotzdem so eine Diagnose natürlich immer erstmal ein Einschnitt, vielleicht ein Schock, ja, ein großer Schreck. Was können Sie denn Patienten und auch den Angehörigen mitgeben? Was kann man selbst vielleicht auch machen, damit es einem gut geht mit der Erkrankung, dass sie vielleicht noch ein bisschen weniger schnell fortschreitet? Und was muss ich auch als Angehöriger wissen? Also in welchen Bereichen ist so ein Parkinson-Erkrankter vielleicht besonders sensibel, besonders auch psychisch betroffen? Was können Sie da noch unseren Hörerinnen und Hörern sagen? Ja, also erstmal gilt für den Parkinson-Patienten, dass er alle Symptome berichten muss und dass man die Symptome behandeln muss. Wenn eine Depression besteht, dann muss man auch die Depression mitbehandeln und nicht Angst haben, noch ein Medikament oder noch eine Substanz, sondern es ist ganz wichtig, dass man den Lebensmut behält oder wiedergewinnt und dass man lebt und dass man eben nicht sich verkriecht und inaktiv wird. Ich habe hier an den Wänden Bilder von Matisse hängen, weil Matisse ist so ein Beispiel. Matisse hatte Parkinson und alle Bilder, die Sie kennen wahrscheinlich von Matisse, hat er gemalt, als er bereits erkrankt war. Er hat seine Technik geändert, er hat seine Modelle geändert, er konnte nicht mehr so fein zeichnen und malen und deswegen hat er andere Motive gewählt, hat andere Ausdrucksformen gewählt und ist eigentlich dadurch bekannt geworden und das ist das, was heute die Leute sich von ihm anschauen. Also das heißt, nie den Mut aufgeben, sondern immer optimistisch sein, immer mit dem, was man kann, das Beste daraus machen und eben nicht verzagen über das, was man nicht mehr kann und sich auch Hilfe holen, dass man eben, wenn man eine depressive Stimmung hat, wenn man Probleme hat, dass man sich Hilfe holt, dass man geholfen bekommt. Und die motorischen Symptome, wie vorhin schon gesagt, kann man gut behandeln und die anderen kann man auch behandeln, vielleicht noch nicht so gut, aber man kann sie auch behandeln. Man muss aber thematisieren, man muss dem Arzt, den Betreuern das mitteilen und man muss auch die aktive Therapie machen, Physiotherapie und so weiter, muss man aktiv machen. Das ein Großteil liegt da bei dem Patienten, was man machen kann und nicht sagen, das hilft ja sowieso nicht, brauche ich es auch nicht zu machen, sondern das ist ein Teil, der dazu beitragen kann. Und für die Angehörigen, dass sie den Patienten integrieren, nicht sagen, der hat Parkinson, der kann jetzt nichts mehr machen, sondern natürlich kann der was machen, der kann sehr viel machen, der kann sehr aktiv sein und der kann dran teilnehmen. Und wenn man dann sagt, ja, aber nur noch 10 Jahre, ist Quatsch, das können Sie nicht vorhersehen, wie lang das geht. Und wenn es selbst nur 10 Jahre wäre, wo er aktiv teilnehmen kann, dann nimmt er 10 Jahre dran teil. Und das ist das Ziel. Also nicht Resignation, sondern Optimismus und eben sagen, man kann mir helfen, ich kriege geholfen oder man kann den Angehörigen helfen und die Hilfe soll man sich nehmen und dann hat man auch meines Erachtens nach ein lebenswertes Leben. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Professor Joost. Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch und all die interessanten Infos. Wir werden wohl mit diesem Krankheitsbild in der Gesellschaft noch einiges zu tun haben in Zukunft. Genau, es wird häufiger, wie vorhin gesagt, gerade in den nächsten 10 Jahren werden wir es häufiger sehen. Und vor allem, es betrifft uns alle. Wir alle können davon betroffen werden. Ja, vielen Dank. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke auch Ihnen für das Zuhören und für Ihr Interesse. Danke, dass Sie im Podcast dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören, dann zu einem anderen, aber ebenso interessanten Thema. Bis dahin, alles Gute.